Kapitel 7.1 Die Echtheit der Magie. Heutzutage ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, die Echtheit der Magie von Grund auf abzulehnen. Bekannte Geschichten über die Wirkung von Magie wurden auf psychologische Krankheiten wie Hysterie und dergleichen zurückgeführt und damit weginterpretiert. Außerdem sagt man, dass Magie nur bei denen wirke, die daran glauben. Magische Leistungen wurden allesamt als Schwindel dargestellt, die auf Illusionen und Tricks beruhen. Obwohl der Islam die Wirkung von Glücksbringern und Amuletten zur Verhinderung von Unglück und zur Herbeiführung von Glück ablehnt, erkennt er manche Aspekte der Magie als real an. Es ist wahr, dass heutzutage viele magische Praktiken das Ergebnis von Tricks sind, die zur Täuschung des Publikums eingesetzt werden. Dennoch gibt es, genauso wie bei der Wahrsagerei, manche Leute, die aufgrund ihrer Kontakte mit den Shayatin, den bösen Dschinn, echte Magie praktizieren. Vor der näheren Betrachtung der Dschinn und ihrer Fähigkeiten sollen hier noch Beweise aus dem Koran und der Sunna vorgebracht werden, die manche Erscheinungen der Magie als wahr anerkennen. Diese Annäherung ist nötig, da das entscheidende Kriterium für wahr und falsch im Islam in diesen beiden Quellen der göttlichen Offenbarung an die Menschheit liegt. Allah erklärt im Koran die grundlegende islamische Sichtweise zur Magie wie folgt. Und als nunmehr zu ihnen ein Gesandter von Allah kam, das bestätigend, was in ihrem Besitz ist, da hat ein Teil von ihnen, denen das Buch gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nichts wüssten. Sura al-Baqarah, Vers 101. Nachdem er die Heuchelei der Juden in Bezug auf die zu ihnen gesandten Propheten herausgestellt hat, erwähnt Allah die Lüge, die sie über den Propheten Suleiman erfunden hatten. Und sie folgten dem, was die Satane während der Herrschaft Suleimans vortrugen. Doch nicht Salomo war ungläubig, sondern die Satane waren ungläubig. Sie brachten den Menschen die Zauberei bei, so wie das, was den beiden Engeln in Babel, Harut und Marut, herabgesandt wurde. Die beiden jedoch haben niemanden etwas gelehrt, ohne dass sie gesagt hätten, wir sind nur eine Versuchung, so werde nicht ungläubig. Und sie lernten von den beiden das, womit man zwischen dem Mann und seiner Gattin Zwietracht herbeiführt. Doch sie fügten damit niemandem Schaden zu, es sei denn mit der Ermächtigung Allahs. Und sie lernten, was ihnen schadet und ihnen nichts nützt. Und doch wussten sie, dass, wer es erkauft, keinen Anteil am Jenseits hat. Und bestimmt, ganz elend ist es, wofür sie ihre Seelen verkauft haben. Hätten sie es doch nur gewusst. Sura al-Baqarah, Vers 102. Die Juden legitimierten ihre Ausübung der Magie im Rahmen eines mystischen Systems, das Kabbala genannt wird, und das ihnen vorgeblich der Prophet Suleiman beigebracht hat. Allah berichtet, dass die Juden sich entschieden, den magischen Formeln der Teufel zu folgen, nachdem sie ihre heiligen Schriften hinter sich gelassen hatten. Diese Teufel hatten allein durch das Lehren von Magie bereits Unglauben begangen. Ebenso lehrten sie die Astrologie als einen Bereich der Zauberei. Die Zauberei wurde in alten Zeiten durch zwei Engel mit den Namen Harut und Marut gelehrt. Harut und Marut wurden als Prüfung zu den Menschen in Babylon gesandt. Diese beiden Engel warnten die Leute, bevor sie ihnen die Prinzipien der Zauberei beibrachten, keinen Unglauben durch das Erlernen der Zauberei zu begehen. Doch die Menschen schenkten diesen Warnungen keine Bedeutung. Sie lernten über die Astrologie, wie man Feindschaft zwischen den Menschen säen und Ehen zerstören kann. Dabei überschritten sie das Maß derart, dass sie dachten, dass sie in der Lage seien, jedem, dem sie wollten, Schaden zuzufügen. In Wirklichkeit jedoch ist Allah der Einzige, der entscheidet, ob diese Praktiken jemanden beeinflussen oder nicht.
Das Wissen, das sie sich angeeignet haben, ist ohne wirklichen Nutzen für sie. Indem sie es erlernten, haben sie sich eher geschadet als genutzt. Da Handlungen des Unglaubens Voraussetzung für die Ausübung von echter Magie sind, haben sie sich einen Platz in der Hölle gesichert. Jene Juden, die diese Fähigkeiten erlernt haben, wussten ganz genau, dass sie verflucht wurden, denn ihre eigenen Schriften hatten ihnen dies verboten. Der folgende Vers kann heute noch in der Tora gelesen werden. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt, oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 9 bis 12. Jedoch betrachteten sie die heiligen Schriften nicht, indem sie vorgaben, diese würden ein solches Verbot nicht enthalten. Es war auch in der Tora zu finden, dass wer auch immer an magischen Praktiken teilnimmt, für immer im Feuer bleiben würde, vollkommen abgeschnitten von jeglicher Belohnung im Paradies. Trotzdem haben die Juden diese Verse insgesamt aus der Tora entfernt und magische Künste gepflegt. Allah beendet den Koranvers mit Worten des Bedauerns, um die Ernsthaftigkeit ihrer Situation zu bekräftigen. Hätten die Juden nur gewusst, wie hart die Strafe im nächsten Leben ist, hätten sie begriffen, wie schrecklich es für sie war, die Zukunft ihrer Seelen für einige billige Tricks in diesem kurzen Leben zu verkaufen. Die folgenden Verse weisen eindeutig darauf hin, dass Magie haram, also verboten ist. Und doch wussten sie, dass, wer es erkauft, keinen Anteil am Jenseits hat. Sura al-Baqarah, Vers 102. Ein ewiger Aufenthalt im Feuer kann nur die Strafe für strikt verbotene Handlungen sein. Der Vers beweist auch, dass sowohl ein Magier als auch jemand, der die Magie erlernt oder lehrt, Kafir ist. Der Ausdruck, wer es erkauft, ist in seiner Bedeutung allgemein. Es schließt jeden mit ein, der Vermögen durch Lehren von Magie erwirbt, für das Erlernen zahlt oder einfach Wissen darüber besitzt. Auch in folgendem Vers spricht Allah über die Magie als Unglauben. Wir sind nur eine Versuchung, so werde nicht ungläubig. Und doch nicht Salomo war ungläubig, sondern die Satane waren ungläubig. Sie brachten den Menschen die Zauberei bei, so wie das, was den beiden Engeln in Babel, Harut und Marut, herabgesandt wurde. Der letzte Vers beweist ohne Zweifel, dass einige Magie tatsächlich echt ist. Es gibt auch einen Hadith in Sahih al-Bukhari und anderen Büchern des Hadith, welcher erwähnt, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, selbst an den Wirkungen der Magie litt. Zayd ibn Arqam berichtete, dass ein Jude namens Labib ibn Asam den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, verzauberte. Als der Prophet anfing, unter der Wirkung zu leiden, kam Jibril zu ihm und offenbarte ihm die Mu'awwidhatan, also die Suren Al-Falaq und An-Nas, und sagte: Gewiss war es ein Jude, der über dich diesen Zauber aussprach, und das magische Amulett ist in einem bestimmten Brunnen. Der Prophet sandte Ali ibn Abi Talib, um das Amulett herbeizuholen. Als er damit zurückgekommen war, befahl ihm der Prophet, die Knoten des Amuletts nacheinander zu lösen und bei jeder Knotenauflösung einen Vers der Suren zu lesen. Nachdem er dies getan hatte, stand der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, derart auf, als hätte man ihn von einer Fesselung befreit. Überall auf der Erde gibt es Aufzeichnungen von Leuten, die bestimmte Arten von Magie praktizierten.
Obwohl manche Formen sich als falsch erwiesen haben, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich die gesamte Menschheit dazu verabredet hätte, ähnliche Geschichten über magische und übernatürliche Ereignisse zu erfinden. Jeder, der sich ernsthaft mit der weiten Verbreitung von aufgezeichneten Beispielen übernatürlicher Phänomene auseinandersetzt, wird dazu kommen, dass es irgendeinen gemeinsamen, realen Kern geben muss. Spukhäuser, Seancen, Hexenbretter, Voodoo, dämonische Besessenheit, Zungenreden, Schwebeerscheinungen etc. All das wirft Fragen bei denen auf, denen die Welt der Dschinn unbekannt ist. All diese Phänomene in den verschiedenen Teilen der Welt haben ihre speziellen Kennzeichen. Auch die muslimische Welt ist davon berührt, insbesondere unter den Scheichs, Ordensleitern der verschiedenen extremen Sufi-Bruderschaften. Von manchen wird berichtet, sie könnten angeblich schweben oder große Distanzen in einem kurzen Augenblick zurücklegen, Nahrung oder Geld aus dem Nichts herbeischaffen und so weiter. Ihre unwissenden Anhänger glauben, diese magischen Kunststücke wären göttliche Wunder. Daher stellen sie diesen Scheichs willentlich ihr Vermögen und ihr Leben zur Verfügung. Hinter all diesen Phänomenen steckt jedoch die verborgene und düstere Welt der Dschinn. Wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, sind die Dschinn aufgrund ihrer Wesensart nicht zu sehen, außer jenen, die in Form von Schlangen und Hunden auftreten. Allerdings können manche von ihnen jede Form annehmen, die sie wünschen, einschließlich der der Menschen. Abu Huraira sagte, Allahs Gesandter gab mir die Aufgabe, die Zakat des Ramadan zu bewahren. Als ich meine Aufgabe ausübte, kam jemand und wühlte in den Nahrungsmitteln herum. Daher ergriff ich ihn mit Gewalt. Ich sagte, bei Allah, ich werde dich zum Gesandten Allahs bringen. Der Mann flehte, wahrlich, ich bin arm und habe Familienangehörige. Ich bin in großer Not. Daher ließ ich ihn gehen. Am nächsten Morgen sagte der Prophet, O Abu Huraira, was hat dein Gefangener letzte Nacht gemacht? Ich sagte, er beklagte sich, in großer Not zu sein und dass er eine Familie habe. Deswegen ließ ich ihn gehen. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete, gewiss, er hat gelogen und er wird wiederkommen. Da ich nun wusste, dass er zurückkehren würde, wartete ich im Liegen auf ihn. Als er kam und in den Nahrungsmitteln herumzugraben begann, packte ich ihn und sagte, ich werde dich gewiss zum Gesandten Allahs bringen. Er bat, lass mich gehen. Wahrlich, ich bin arm und habe eine Familie. Ich werde sicher nicht zurückkehren. Daher hatte ich Mitleid mit ihm und ließ ihn gehen. Am nächsten Morgen sagte der Gesandte Allahs, O Abu Huraira, was hat dein Gefangener letzte Nacht gemacht? Ich erwiderte, dass er sich über seine große Not beschwert hat und dass er eine Familie zu versorgen habe und ich ihn daher habe gehen lassen. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete, gewiss, er hat gelogen und er wird wiederkommen. Daher wartete ich auf ihn und packte ihn, als er begann, die Lebensmittel um sich herumzustreuen. Ich sagte, bei Allah, ich nehme dich mit zum Gesandten Allahs. Dies ist das dritte Mal, obwohl du versprochen hast, nicht wiederzukommen. Trotz all dem bist du zurückgekommen? Er sagte, lass mich dich einige Worte lehren, durch die Allah dir großen Nutzen zuteil werden lässt. Ich sagte, welche Worte sind dies? Er sagte, wann immer du ins Bett gehst, lies den Schemelvers. Surah Al-Baqarah, Vers 255. Von Anfang bis zum Ende. Wenn du dies tust, wird ein Wächter Allahs immer mit dir sein, so dass der Satan sich dir bis zum nächsten Morgen nicht nähern wird. Danach ließ ich ihn gehen. Am nächsten Morgen sagte der Gesandte Allahs, O Abu Huraira, was hat dein Gefangener letzte Nacht gemacht? Ich antwortete, dass er mich einige Worte lehren wollte, durch die Allah mir Nutzen erweisen würde. Als der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, fragte, welche dies seien, erwiderte ich,
man solle den Schemelvers aufsagen, bevor man ins Bett gehe. Ebenso erzählte ich ihm, dass dann ein Wächter von Allah mit mir sei und Satan sich mir nicht nähern würde, bis ich am Morgen aufwachte. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wahrlich, er hat die Wahrheit gesprochen, obwohl er ein offensichtlicher Lügner ist. O Abu Huraira, weißt du, mit wem du die letzten 3 Nächte gesprochen hast? Ich antwortete: Nein. Und er antwortete: Es war ein Teufel. Sie sind auch in der Lage, große Entfernungen in nur einem Augenblick zurückzulegen und in menschliche Körper einzutreten. Allah hielt es für angemessen, ihnen diese außergewöhnlichen Fähigkeiten zu geben, genauso wie er anderen Lebewesen Fähigkeiten gab, welche die der Menschen übertreffen. Dennoch hat er den Menschen auserwählt, über der ganzen Schöpfung zu stehen. Hält man sich diese grundlegenden Tatsachen über die Fähigkeiten der Dschinn vor Augen, können alle übernatürlichen und magischen Erscheinungen, die kein Schwindel sind, einfach erklärt werden. Beispielsweise wirken Dschinn bei Spukhäusern, in denen Lichter an- und ausgehen, Bilder von den Wänden fallen, Gegenstände in der Luft fliegen und Böden knarren, auf materielle Objekte ein, während sie selbst unsichtbar bleiben. Das ist auch der Fall, wenn spirituelle Sitzungen gehalten werden und die Geister von Toten scheinbar mit den Lebenden kommunizieren. Personen, die die Stimmen ihrer verstorbenen Verwandten kennen, hören sie sprechen, während sie Geschehnisse aus ihrem Leben erzählen. Dieses Kunststück wird durch ein Medium vollbracht, das den Dschinn ruft, der der toten Person zugeteilt gewesen war. Es ist dieser Dschinn, der die Stimme des Toten nachahmt und Ereignisse aus dessen Vergangenheit berichtet. Ähnlich ist es im Fall von Hexenbrettern, die scheinbar Fragen beantworten können. Das unsichtbare Anrufen der Dschinn kann mühelos erstaunliche Resultate hervorrufen, wenn die richtige Atmosphäre herrscht. Im Falle derjenigen, die scheinbar fähig sind, zu schweben oder Objekte anzuheben, ohne sie zu berühren, werden diese einfach durch die unsichtbare Hand der Dschinn in die Luft gehoben. Diejenigen, die in der Lage sind, enorme Entfernungen zurückzulegen und zur gleichen Zeit an 2 verschiedenen Orten zu sein, werden von ihren unsichtbaren Gefährten transportiert, oder die Dschinn treten gar in ihrer Gestalt auf. Genauso verhält es sich mit denen, die aus der Luft Nahrungsmittel und Geld hervorzaubern. Sie werden durch die sich schnell bewegenden und unsichtbaren Dschinn unterstützt. Sogar die verblüffendsten Fälle sind zu erklären, wie zum Beispiel die der angeblichen Reinkarnation eines 7 Jahre alten Mädchens in Indien namens Shanti Devi, die aus ihrem vorherigen Leben Einzelheiten mit genauen und lebhaften Details wiedergeben konnte. Sie beschrieb ihr früheres Heim in der Stadt Mutra, in einer von dem Ort, an dem sie lebte, weit entfernten Provinz. Als einige Leute dorthin gingen, um dies zu überprüfen, bestätigten die örtlichen Bewohner, dass dort einst ein Haus nach der Beschreibung von Shanti Devi gestanden habe. Sie bekräftigten auch einige Einzelheiten aus ihrem früheren Leben. Zweifelsfrei wurde diese Information ihrem Unterbewusstsein durch die Dschinn zugeführt. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, bestätigte dieses Phänomen, als er sagte: Wahrlich, die Träume, die man im Schlaf sieht, sind von 3 Arten. Ein Traum vom Barmherzigen, ein schlechter Traum vom Satan und die unterbewussten Träume. Es besteht kein Zweifel, dass die Dschinn in menschliche Körper eintreten können, genauso wie sie die Gemüter betreten und die Gedanken beeinflussen können. Es gibt zu viele Beispiele von Besessenheit, als dass man sie alle einzeln aufzählen könnte. Es kann vorübergehend sein, wie im Fall von vielen christlichen und heidnischen Sekten, in denen Personen sich in physische und spirituelle Ekstase versetzen, einen Zustand des Unbewussten hervorrufen und in fremden Sprachen sprechen. In diesem geschwächten Zustand können die Dschinn mühelos ihre Körper besetzen und über ihre Lippen reden. Dieses Phänomen wurde auch von manchen Sufi-Bruderschaften aus ihren Dhikr-Sitzungen berichtet. Es kann aber auch eine langfristige Erscheinung sein, was zu großen Persönlichkeitsveränderungen führt.
Der Besessene handelt oft irrational, zeigt übermenschliche Kräfte oder der Dschinn spricht regelmäßig aus ihnen. Exorzismus, also Geistervertreibung aus Menschen und Orten, war während des Mittelalters in Europa weit verbreitet. Die christliche Form des Exorzismus basiert auf zahlreichen Überlieferungen in den Evangelien, die beschreiben, wie Jesus besessene Leute heilte. Nach einer Erzählung kam Jesus mit seinen Gefährten in das Gebiet der Gerasener und traf dort auf einen besessenen Mann. Als er den Dämonen befahl, den Mann zu verlassen, drangen sie in eine Herde von Schweinen ein, die darauf zu einer steilen Uferböschung rannten, sich in den See stürzten und ertranken. Ähnliches wurde auch zum Thema einer Anzahl von Filmen, zum Beispiel Der Exorzist oder Rosemary's Baby etc., die in den späten 70ern und 80ern produziert wurden. Es ist allgemeine Haltung im materialistischen Westen, alle übernatürlichen Dinge abzulehnen. Aus diesem Grund wird der Exorzismus im Westen als irrational angesehen und als Aberglaube abgetan. Diese Haltung ist eine Reaktion auf die groß angelegten Hexenverbrennungen und Jagden, die früher in Europa stattfanden. Im Islam ist der Exorzismus jedoch zur Behandlung von Fällen wirklicher Besessenheit und anderer Leiden, die durch Besessenheit hervorgerufen werden, anerkannt, solange die Methode mit dem Koran und der Sunna übereinstimmt. Es gibt in erster Linie drei Methoden, die Dschinn aus einer besessenen Person zu vertreiben. Erstens kann man den Dschinn entfernen, indem man einen anderen Dschinn ruft. Diese Methode ist im Islam verboten, da das Rufen von Dschinn meist unislamische Handlungen der Entweihung mit sich bringen. Wahrscheinlich würden die Glaubensgrundsätze des Islam entweiht werden, um die Dschinn zu rufen. Das ist der Fall, wenn ein Magier oder eine Hexe den Zauberspruch eines anderen bricht. Zweitens kann der Dschinn dadurch vertrieben werden, dass man in seiner Gegenwart den Schirk bekräftigt. Wenn der Dschinn mit dem Kufr des Exorzisten zufrieden ist, wird er sich womöglich entfernen. Dadurch bestärkt der Dschinn den Exorzisten in der Richtigkeit seiner Methode und seines Glaubens. Dies ist der Fall bei christlichen Priestern, die die Dschinn unter Anrufung Jesu und Verwendung eines Kreuzes vertreiben, wie auch bei heidnischen Priestern, die im Namen ihrer falschen Gottheiten exorzieren. Drittens kann der Dschinn durch Koranrezitationen und Gebete, in denen man Zuflucht bei Allah sucht, ausgetrieben werden. Die göttlichen Worte und Formeln helfen, die Atmosphäre, um den Besessenen zu verändern. Der Dschinn kann dann mit Befehlen und unter Umständen begleitet von Stößen aus dem Körper vertrieben werden. Diese Praktiken haben allerdings nur dann Nutzen, wenn der Ausübende einen festen Iman und eine gute, auf rechtschaffenen Taten beruhende Beziehung zu Allah hat. Obwohl manche Muslime heutzutage unter dem Einfluss des Westens diese Form der Besessenheit offen ablehnen und andere sogar so weit gehen, die Existenz der Dschinn rundheraus zu verneinen, bekräftigen Koran und Sunna das Gegenteil. Es gibt eine Anzahl von Überlieferungen, in denen vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, berichtet wird, dass er Leute exorziert. Ebenso existieren Berichte über seine Gefährten, die mit seiner Zustimmung das Gleiche taten. Die folgenden drei Überlieferungen beschreiben drei verschiedene Methoden. Ya'la ibn Marra sagte, einst reiste ich mit dem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, und wir stießen auf eine Frau, die mit ihrem Kind auf der Straße saß. Sie sagte, O Gesandter Allahs, dieser Junge ist erkrankt und verursacht uns viele Unannehmlichkeiten. Ich weiß nicht, wie oft er am Tag von Zaubersprüchen beeinflusst wird. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte, gib ihn mir. Darauf hob sie ihn hoch zum Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, und der Prophet setzte den Jungen vor sich in die Mitte seines Sattels. Danach öffnete er den Mund des Jungen, blies dreimal hinein und sagte, Bismillah, im Namen Allahs. Ich bin ein Diener Allahs, daher geh hinfort, o Feind Allahs. Anschließend gab er den Jungen der Frau zurück und sagte, treffe uns auf unserem Rückweg hier und erzähl, was geschehen ist. Wir gingen, und bei unserer Rückkehr fanden wir sie an diesem Orte. Sie hatte drei Schafe mit sich. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, fragte,
wie geht es deinem Jungen? Sie antwortete, bei dem, der dich mit der Wahrheit sandte, wir haben seitdem nichts Merkwürdiges mehr bemerkt. Daher brachte ich dir diese Schafe. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte zu mir, steig ab und nimm eins. Danach gib ihr die restlichen Schafe zurück. Abban bint al-Wazi überliefert, dass, als ihr Großvater mit einer Delegation aus ihrem Stamm loszog, um den Gesandten Allahs zu sehen, er einen seiner Söhne mitnahm, der geisteskrank war. Als er den Gesandten Allahs erreichte, sagte er, ich habe einen Sohn dabei, der geisteskrank ist. Daher brachte ich ihn zu dir, damit du für ihn betest. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, befahl ihm, ihn zu bringen. Er nahm die Reisekleider seines Sohnes ab und zog ihm gute Kleider über. Danach trug er ihn zum Propheten. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte, bring ihn näher und kehre seinen Rücken zu mir. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, packte danach die Kleider des Jungen und schlug ihm hart auf seinen Rücken. Während er ihn schlug, sagte er, geh hinaus, o Feind Allahs, Feind Allahs, geh hinaus. Der Junge fing anschließend an, um sich zu schauen, als ob er in Ordnung wäre. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, setzte ihn vor sich und bat um etwas Wasser. Dann strich er es über das Gesicht des Jungen und sprach ein Gebet für ihn. Nach dem Gebet des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, gab es niemanden in der Delegation, dem es besser ging als dem Jungen. Kharija ibn As-Salt berichtet, dass sein Onkel sagte, als wir einst die Gesellschaft des Gesandten Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, verließen, stießen wir auf einen Beduinenstamm. Einige von ihnen sagten, es wurde uns gesagt, dass ihr mit manch guten Dingen von diesem Mann, das heißt dem Propheten Muhammad, kommt. Habt ihr irgendeine Medizin oder eine Beschwörung für einen besessenen Mann? Wir bejahten, und sie brachten einen Geisteskranken, den man mit einem Zauberspruch belegt hatte. Ich las 3 Tage lang jeden Morgen und jeden Abend die Sura al-Fatiha über ihn. Jedes Mal, wenn ich die Rezitation beendet hatte, sammelte ich meinen Speichel und spuckte. Schließlich stand er auf, als ob man ihn von Fesseln befreit hätte. Die Beduinen brachten mir ein Geschenk als Bezahlung. Daher sagte ich zu ihnen, ich kann es nicht annehmen, bevor ich nicht den Gesandten Allahs dazu befragt habe. Als ich den Propheten fragte, sagte er, nimm es, bei meinem Leben, wer auch immer auf Kosten von falschen Zaubersprüchen isst, der wird die Last seiner Sünde tragen. Du aber hast dir diesen Lohn mit einem Spruch der Wahrheit verdient.